Es ist 2020, es ist Sommer und es ist Corona, als ob das nicht genug wäre, ist auch noch Fahrerwechsel hier bei uns im Düsseldorfer Rheinbogen. Genug Stoff, um darüber zu reden. Damit herzlich willkommen hier im Fahrzentrum in Wersten. Bei mir ist der neue Fahrer, Florian Ganslmeier, Freut mich. Schön, dass du da bist. Ja, der freundliche Herr. Mir gegenüber wird am 1. September der neue Pfarrer der katholischen Kirche im Düsseldorfer Rheinbogen. Im Pastoralteam der Seelsorge haben wir uns vor den Ferien auch schon getroffen. Deswegen duzen wir uns und das tun wir auch hier im Gespräch. Aber Florian, wie ist das bei dir äh, generell? Bist du ein Stammtischtyp, der schnell das Du anbietet oder bist du eher einer, dem es wichtig ist, erstmal Kontakt zu finden, bevor man vertrauter miteinander wird? Ja, das habe ich in meinem Leben glaube ich durchaus verschieden gehandhabt. Ich finde ein Du sollte auch was wert sein, dass man vorher sich kennenlernt, dass man merkt die Chemie stimmt. Und äh, aber ich glaube ich bin jetzt auch damit nicht geizend. Ja, wie ich das als Pfarrer handhabe, muss ich mal noch ein bisschen abwarten. Das Wichtigste finde ich ist aber immer, dass, dass es äh, zwischenmenschlich stimmt. Und das hängt, finde ich, im allerletzten nicht am Du oder am Sie. Man kann auch im Sie sehr herzlich sein und sehr verbindlich sein und auch sich sehr nahe kommen. Hm. Bundespräsident Steinmeier hat neulich gesagt: Ja, es ist Sommer, aber es ist ein Sommer zwischen Hoffen und Bangen. Was ist das für dich für ein Sommer? Für mich ist es ein Sommer, ja, zwischen Hoffen und Bangen. Das ist natürlich auf die Situation in unserem Land gemeint bei Steinmeier. Bei mir ist es auch ein Sommer zwischen offen, bangen wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber ein bisschen Aufregung ist dabei. Es ist ein Sommer des Wechsels. Ich verlasse eine Stelle auch ein bisschen in Wehmut. Nicht nur ein bisschen, sehr viel. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen und Wochen erlebt, dass ganz viele Leute Abschied nehmen. Es ist ein Sommer, der auch geprägt ist von Corona. Ich kann einen großen Abschied nicht halten. Dafür gibt es aber ganz viele kleine Begegnungen, die sehr herzlich, sehr tiefgehend sind, wo ich also in der Hinsicht denke, das wäre vielleicht mit einer großen Verabschiedungsfeier nicht gewesen. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen die Aufregung. Ich wechsle auch in eine neue Rolle, vorher Kaplan, jetzt Pfarrer und nicht zuletzt eine neue Heimat. Denn ich komme ja nicht nur als Pfarrer, ich komme auch als Mensch. Hier. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis du wirklich hier sein wirst. Woran liegt das? Vielleicht kannst du es kurz erklären. Ja, das gibt es bei der Kirche schon mal häufiger, dass ähm, der Dienstantritt zwar festgeschrieben ist auf den 1. September, dass aber der Wohnungsumzug sich aus verschiedensten Gründen noch etwas hinzieht. So wird das jetzt hier auch sein. Frank Heidkamp, der bisherige Pfarrer hier, wird auch noch nicht direkt umziehen können und dadurch gibt es eine gewisse Verschiebung nach hinten. Was brauchst du denn, um heimisch irgendwo zu werden? Das sind verschiedene Dinge. Heimat, glaube ich, ist als allererstes, sind das die Menschen. Die Menschen, mit denen man zusammenlebt, vielleicht auch ein gewisser Menschenschlag. Ich habe in meinem Leben auch schon an verschiedensten Orten gewohnt und danach glaube ich eigentlich, dass ich an vielen Orten heimisch werden kann. Andererseits finde ich, hat der Rhein, wie ich das erste Mal hier hingekommen bin, habe ich ganz bewusst mir die Gegend hier angeschaut, hat der Rhein schon eine unglaubliche Faszination. Und er hat ja auch wirklich dieses wunderbare, Menschen aus ganz verschiedenen Gegenden hier zusammenzuführen, für viele eine Heimat zu bieten und trotzdem sich eine Identität zu bewahren. Mhm. Ist Identität für dich wichtig? Ist das, was wo du sagen wirst, ja, würde ich sagen. Ich, ich muss ich sein. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man weiß, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist, dass man seine Vergangenheit kennt und dazu steht mit allen Seiten, um auch Zukunft zu haben, um auch zu wissen, wo bin ich, wo stehe ich und wo geht es in Zukunft hin. Vielleicht auch gerade, um sich öffnen zu können, ne? um es, man muss schon wissen, wer man selber ist, um auf andere zugehen zu können, um auch andere verstehen zu können. Würde hm. ich sagen. Wie ist das eigentlich, wenn man Pfarrer werden will? Also, ich meine, dass man Theologie studiert haben ja, muss, ja. ist schon klar. Aber ähm, bewirbt man sich da auf eine, auf eine Stelle oder ähm, wird man auserwählt? Und wie, wie ist das, wenn man Bescheid kriegt? Ähm, ruft der Kardinal irgendwie zwischen Vorsuppe und Hauptgang an, und oder was, was wie war das bei dir? Ja, also ich äh, wollte ja gar nicht unbedingt Pfarrer werden. Das ist nicht mein, äh, mein primäres Ziel und mein primärer Wunsch. Ich bin Priester und habe das auch beim letzten Personalgespräch so dargestellt, dass daran nicht mein Seelenheil hängt, dass ich hier leitender Pfarrer irgendwo werde. ja Ich hatte ein bisschen gewünscht, in Reihennähe zu kommen. Ja. Komme ja gebürtig aus der Bonner Ecke, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, auch auf meiner vorvorigen Stelle, äh, ein bisschen Rheinaufwärts in Monheim und Baumberg. Und der Menschenschlag hier am Rhein, ich glaube, mit dem kann ich ganz gut. Und das war mir ehrlich gesagt wichtiger. Heimat, Menschenschlag, Gemeinde war mir wichtiger als äh, ob leitender Pfarrer oder FAWK. Pfarr das mhm. war dann die Personalabteilung, die der Meinung war, äh, doch. Also das haben wir uns aber schon so überlegt und gedacht, ja. Und dann haben die mir diesen Vorschlag unterbreitet, dass sie sagten, was wäre denn mit dem Düsseldorfer Rheinbogen? An den hatte ich zugegebenermaßen überhaupt nicht gedacht und äh, habe dann gedacht, ja, muss ich mal nachdenken. Bin hier das erste Mal hingefahren, habe mir Himmelgeist angeschaut, mich in diesen wunderschönen Abschnitt am Rhein verliebt, habe mir Holthausen, Itter, Ersten angeschaut und gedacht, das ist eine beeindruckende Mischung aus Fedel, das ist, glaube ich, in Düsseldorf nicht der richtige Ausdruck, okay. ist eher ein bisschen kölsch. Aber so, äh, ihr wisst, was ich meine. Also, etwas, etwas, äh, ja, vielleicht dörfliches, kleingemeindliches mhm. und zugleich aber natürlich auch was städtisches. Und ich glaube, diese Mischung ist wirklich etwas, auf das ich mich freue. Die finde ich sehr spannend. Mhm. Und, äh, also, nochmal die Nachfrage. Ruft der Kardinal persönlich an oder? Nein, das Nein. war. Ach, ja. Das war jetzt bei mir nicht so. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich, wenn ich mich jetzt gesträubt und geweigert hätte, ob dann das gekommen wäre. Keine Ahnung. Also es ist Hab weniger keine, spektakulär. Ist als es es okay. ist nicht so spektakulär, ja, okay. wie sich das vielleicht manche okay. vorstellen, <laughs> okay. wie es von Papstwahlen ja. oder Bischofswahlen es sind. steigt nein, nein, kein nein, weißer Rauch auf. Nein, nein. Es ist <laughs> nee, also auch hier kein weißer Rauch aufgestiegen. Also, wir, ja. wir waren ja auch hier in großer Spannung und Erwartung, glaube ich, und Klar. ich äh, vermute auch, oder das habe ich ja von vielen auch gehört. Natürlich ist da auch Wehmut bei, weil das höre ich von allen Ecken und Enden. Der Frank Heidkamp hier sehr beliebt war, große mhm. Fußstapfen hinterlässt, das sehe ich ja an ganz vielen Dingen. Und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen neben dem neben der Hoffnung, neben der Neugier schon auch etwas, wo ich echt Respekt vorhab. Und so denke, hm, werde ich da Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen erfüllen können? Ich werde jemand anders sein. Ne? Ich werde nicht äh, eine Kopie von Frank Heidkamp sein, auch nicht sein können, auch nicht sein wollen. Aber ich äh, finde es wunderbar, einen Pfarrer als Vorgänger zu haben, der hier so segensreich gewirkt hat und so gute Früchte hinterlassen hat. Ja, du hast, glaube ich, richtig wahrgenommen, dass hier viel zu tun ist. Und ähm, als Pfarrer... Ganz viele Aufgaben auf dich zukommen werden, das ist klar. Wie entspannst du denn zwischen Terminen, nach Terminen? Was ist für dich Erholung? Ja, was ist für mich Erholung? Eigentlich ganz einfache Dinge. Erstes Mal höre ich sehr gerne Musik. Ich spiele auch gerne Musik, Klavier, Orgel. Ähm, Im Alltag würde ich mal sagen, Entspannung. Das kann ich eigentlich wirklich am besten beim Kochen. Das mache ich sehr gerne. Also. Durchaus auch abends nach einem langen Tag, der hart war, ist das für mich keine, keine Arbeit, sondern echt Entspannung. Und wenn es mal ein Feierabend ist, auch gerne Herd an, Rotwein auf, irgendeiner Musik zwischen Astor, Piazzolla und Udo Jürgens, zwei, drei Freunde einladen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Das ist eine Sache, da kann ich unglaublich gut abschalten. Hier bei uns im Team oder im, im, im Pastoralbüro schwören ganz viele auf den Thermomix. Hast du denn auch ein Lieblingsküchengerät, wo du sagst, das ist, das nehme ich gerne in die Hand, damit koche ich gerne. Ich weiß gar nicht, ob das schleichwerbungsmäßig jetzt hier erlaubt ist. <laughs> also du kannst es auch umschreiben. Also ja. mein Lieblingsküchengerät zum Beispiel ist eine, eine Pasta ein Pastahaken, mit dem man okay. die Nudeln so extra aus dem Topf nehmen kann, um zu gucken, ob die Spaghetti gut sind. Ein eigenes Gerät dafür ist mein Lieblingsgerät. Hast du sowas als Hobbykoch auch? Ich habe tatsächlich sogar auch einen Thermomix, aber ich mache damit nicht so viel wie andere. Also ich bin da eher klassisch. Und was in vielen Küchen fehlt oder ein Manko ist oder was ich immer zum Beispiel in Urlaub mitnehme, wenn ich irgendwo in einer Ferienwohnung bin, ist ein gutes Messer. Das ist ja häufig Mangelware und eigentlich ein gutes Messer, ein Topf, eine Pfanne. Man braucht nicht so viel, um etwas Gutes machen zu können. Das geht mit wenigen Handwerksgeräten. Gibt es denn was, was du besonders gut zubereiten kannst, wo du jetzt hier unseren Zuschauern, Zuhörern sagen kannst, das ist das Rezept meiner Wahl? Also, ich glaube, ich probiere mich an verschiedenen Dingen. Ich habe auch nicht so direkt ein Lieblingsgericht. Ich könnte jetzt eher sagen, was ich nicht mag, aber ich finde das ja das Spannende, dass man immer mal wieder was Neues ausprobiert. Ja, da kann ich verschiedenerlei mal gerne ausprobieren. Vielleicht als kleiner Hinweis, wenn dich jemand einladen möchte, was soll er denn nicht präsentieren, weil du es nicht magst? Ja, das sind, äh, bei mir Meeresfrüchte tatsächlich und Spinat, den habe ich schon als Kind gehasst, also die zwei Dinge ist nichts so um eins. Aber ansonsten experimentierst du in der Küche gerne. Ja, und äh, auch da je älter, ich werde, früher habe ich durchaus mich mal an größere Dinge rangewagt, ja, ähm, kompliziertere, da komme ich so auch mit der Zeit zu die die einfachen Gerichte Gut zu machen, das ist eine echte Kunst. Also jeder kann vielleicht eine Linsensuppe machen oder so. Aber die gute Linsensuppe zu machen, so, da kann man ja immer weiter dran forschen, verbessern. Das finde ich nach wie vor spannend. Jetzt liegen ja Küche und Kirche zumindest phonetisch nah beieinander. Mhm. Wie ist das denn bei dir außerhalb der Küche mit der Experimentierfreude? Bist du einer, der gerne ausprobiert? Jetzt auch im kirchlichen Bereich. Oder sagst du, die Tradition ist ein sicherer, ein sicheres Ufer, an dem ich mich gerne bewege? Ja Ich glaube, dass die Tradition ein großer Schatz ist, ähnlich wie vielleicht Kochrezepte, ja äh, ein großer Schatz ist, in den es schon lohnt, immer mal wieder reinzublicken. Ähm, Neues auszuprobieren schließt ja das nicht aus. Also ich kann in der Küche ein altes Rezept nehmen und dann überlegen, kann ich das nicht mal variieren? Kann ich eine Linsensuppe nicht auch mal auf Asiatisch ein bisschen machen mit anderen Gewürzen? Ähm, trotzdem, glaube ich, hat auch das Klassische etwas für sich. Ich finde, das sollte man nicht so gegeneinander stellen oder ausspielen. Und mein Eindruck ist hier, wenn ich mir das auch anschaue, was auch medial, äh, wie sich diese Gemeinde hier ja präsentiert und darstellt, dass es hier ganz, ganz vieles gibt an Ideen, an Innovationen. Und das äh, ja auch seine Wirkung, seinen Erfolg hat. Das möchte ich zunächst alles erstmal kennenlernen, um auch erstmal zu schauen, wer bin ich in dieser Gemeinde, ja. Um dann vielleicht zu schauen, was fehlt vielleicht auch? Oder wo bin ich da drin? Wie kann ich es ergänzen? Wie kann ich es bereichern? Welche Ideen kommen mir? Das ist eigentlich meine Erfahrung von den letzten Stellen: immer: erstmal ankommen, erstmal den Menschenschlag annehmen und zu schauen, wie leben die Menschen hier, was bewegt die, was sind Hoffnungen, was sind Sehnsüchte, was sind vielleicht auch Sorgen, um dann zu überlegen, was bietet das hier an Chancen. Und da habt ihr Ideen entwickelt und mir kommen sicher auch Ideen. Vielleicht haben wir ähnliche, hoffentlich ganz viele gemeinsame. Vielleicht habe ich aber auch andere, die ich dann ergänzend mit einbringe. Hm. Wer war denn der erste Mensch, der dir von Gott erzählt hat? Der erste Mensch, der mir von Gott erzählt hat, waren meine Eltern. Ob das jetzt mein Vater oder meine Mutter war, da kann ich mich nicht erinnern. Ich habe meine Eltern immer so erlebt, dass, dass für sie das eigentlich klar war. Gott gibt es. Waren beide in der Kirche engagiert, in verschiedensten Bereichen. Und das war immer ein Thema bei uns zu Hause. Insofern bin ich da meinen Eltern sehr dankbar, dass ich in einem. Gottvertrauen groß geworden bin und habe meine Eltern auch als Menschen kennengelernt, die aus diesem Glauben heraus sich engagieren, die sich einbringen, die leben, die sich daraus heraus äußern. Wie bist du aufgewachsen? Du hast Geschwister, ja, drei Brüder, Aha. drei Schwägerinnen, drei Neffen, vier Nichten, also eine große Familie. Große Familie. Mhm. Ich bin der Jüngste, auch ein bisschen nach. Wie nennt man das nach? Zügler, ja, ja, so. Also, ich bin der Jüngste ähm, in der Nähe von Bonn, Alfter, ein Vorort hin zu Bonn. Ja, da bin mhm. ich aufgewachsen und bin sehr dankbar. Ich hatte eine gute, glückliche Kindheit. Gibt es irgendwas, woran du dich besonders erinnerst? Ein Geräusch, ein Geruch oder eine Fernsehsendung, die, wenn du an deine Kindheit denkst, wo du denkst, ja. Das ist meine Kindheit. Ich habe relativ viel Zeit im Garten verbracht. Das ist vielleicht etwas, was äh, nicht alle Kinder so haben können, wofür ich auch sehr dankbar bin. Manche könnten es haben, haben da nicht so das Interesse dran, aber ich war immer gerne, gerne auch so für mich im Garten allein. Das merke ich bis heute, dass mich das prägt. Äh, auch in der Natur, in der Landschaft kann ich sehr gut abschalten, kann ich sehr gut auch beten, mir Fragen stellen. Wie es mir geht so, auch das muss man ja in sich hineinhorchen, das kann ich in der Natur sehr sehr gut. Jetzt bist du Priester geworden? Hätte es für dein Leben einen Plan B gegeben? Priester war ja gar nicht so direkt das, was auf dem Schirm war. Also eigentlich wollte ich Musik studieren, Klavier, Orgel, Kirchenmusik, hatte mal eine kleine kleine Chorgemeinschaft auch in meinem Heimatort, ganz klein. Dann habe ich äh, nach dem Abitur erstmal Jura studiert, also was völlig anderes. Und nach meinem Jura-Examen, ja, habe ich mir so die Frage gestellt, ähm, es gibt nur ein Leben, ich glaube, dass es Gott gibt. Und was könnte vielleicht auch Gottes Plan mit mir sein, wie ich für Menschen da sein kann, wie ich selber glücklich werde, wie ich meinen Weg im Leben gehen kann. Insofern hätte es viele andere Berufswünsche gegeben, aber es ist der geworden und ich bin froh, dass es so ist und bin glücklich darin. Deswegen habe ich jetzt zumindest, könnte ich nicht sagen, habe ich einen Plan B in der Tasche oder es ist nicht vorgesehen. Ja. Was treibt dich an? Was treibt mich an? Die Liebe zu Gott und zu den Menschen, wenn ich es ganz kurz sagen soll, das treibt mich an. Die Liebe auch zur Musik. Weil ich glaube, Musik ist eine Sprache, die ja das Talent hat, nicht auszugrenzen. Worte sind schnell mal auch entweder oder. Wir schaffen Begriffe. Begriffe grenzen ab. Deswegen sind wir mit unseren Worten immer sehr begrenzt, auch Menschen zu erreichen. Und das kann Musik auf ganz andere Art und Weise. Das ist vielleicht etwas, was mich auch auf all meinen Stellen geprägt hat, dass ich immer wieder neu überlegt habe, wie kann man Musik und Glaube, Kirche, Kirchenraum ja also das gebäude aber auch, auch wir dass wir, ein, dass wir den menschen einen raum geben ja ein asyl für die seele hat glaube ich unser kardinal mal gesagt ähm, kann, man, kann man so sehen ja wie können wir einen raum bieten wo menschen kommen und sagen hier finde ich etwas an heimat auch für mich auch wenn sie vielleicht nicht die typischen kirchgänger sind aber hier finde ich etwas wo ich etwas über mich selbst erfahre und über mein leben wir machen eine Schnellrunde ohne Nachdenken mit spontanen Antworten. Wo blühst du auf? In der Stadt oder auf dem Land? Genau in der Mischung. Also genau eigentlich das, was ich hier hoffe zu finden. Und sehr zuversichtlich bin, dass es das ist. Du bist an der Theke. Was bestellst du? Kölsch oder alt? Ein Rotwein. Wo machst du Urlaub? Am Meer oder in den Bergen? Lieber in den Bergen. Du liest ein Buch, Krimi oder Sachbuch? Oh. Dann glaube ich eher ein Sachbuch, im Fernsehen lieber ein Krimi. Du bist zwischen den Gemeinden unterwegs. Auto oder Fahrrad? Leider meist er Auto, aber auch daran kann man arbeiten. Du hörst Musik, Klassik oder Rock? Ja, Klassik. Du bist zu Besuch und freust dich über eine Tasse Tee oder Kaffee? Kaffee. Eine gute Fee erfüllt dir drei Wünsche. Welche? Drei Wünsche. Drei Wünsche. Die gute also Fee ist meine, nur kurz da. Die gute Fee ist nur kurz da. Die drei Wünsche wären eigentlich, dass vieles so bleibt, wie es ist für mich in meinem Leben. Ich bin mit vielen Dingen zufrieden. Dass ich es schaffe, auch hier mit meiner Stelle Freundschaften zu erhalten und zu pflegen, das ist leider in unserem Beruf schwierig. Licht auch natürlich an einem selber, aber Freundschaften können so gut sein, wie sie sind. Sie brauchen auch ab und zu Zeit, dass man sich trifft. Ja, der dritte Wunsch wäre noch einige gemeinsame Jahre mit meinen Eltern zusammen. Die sind auch schon etwas älter, mit meiner Familie. Also eigentlich ganz einfache Dinge, nichts Revolutionäres. Es gibt ein jetzt kommen wir ein bisschen zur Kirche. Es gibt ja ein durchaus spürbares Spannungsfeld innerhalb der katholischen Kirche zwischen Rom über Köln bis in die Gemeinden, Initiativen wie Maria 2.0. Wie hast du du persönlich dieses Spannungsfeld bisher für dich und für die Gemeinden, in denen du warst, wahrgenommen? Ich glaube, dass das Spannungsfeld einfach erstmal ja so sein muss, weil das ist die Realität der Menschen, dass äh, wir ganz verschiedene Menschen haben, auch in der Kirche. Auch das ist ja eigentlich gut, dass es so ist und hoffentlich auch noch so ist und auch hoffentlich so bleibt. Kirche lebt immer von Vielfalt. Im Nötigen ist natürlich die Frage, was ist das, was uns eint, was uns zusammenhält? Und dabei glaube ich, ist schon wichtig, wie reden wir miteinander. Wir, wir dürfen miteinander streiten. Das ist in der Musik auch so. Ein gutes Musikstück lebt nicht davon, dass alles immer nur Harmonien sind, sondern dass die verschiedenen Stimmen zusammenkommen, auch mal streitend, aber dass man immer mal wieder zwischendrin zum Atemholen auch auf eine Harmonie zusammenfindet. Und äh, ich glaube oder das würde ich mir wünschen, dass der, dass der diese, dieses Zusammenspiel von einem gegenseitigen Respekt ja nennen, was auch äh, von der nächsten Liebe getragen ist. Man kann streiten um vieles. Aber ich glaube, das, was dahinter steht, das muss schon von einem Grundrespekt und nicht einer sprungbereiten Feindschaft oder wo macht er jetzt da einen Fehler, was sagt er jetzt wieder, ja. Ich glaube, das ist ähm, ein ungutes Klima, was äh, ich mir wünsche, dass wir es hier vor Ort so nicht. Haben und leben, und da möchte ich das meinige zu tun, dass wir verschiedene Meinungen auch aushalten können. Man muss nicht alles auf einen Nenner bringen. Die Frage ist, wie geht man miteinander um und wie ringt man miteinander? In welchem Ton macht man das? Und äh, das ist ein bisschen in unserem Land, vielleicht auch, ähm, wenn ich mir so manche Talksendungen anschaue oder andere Debatten, da mache ich mir ein bisschen Sorge. Es ist doch, der Ton wird rauer. Das ist mein Eindruck. Das macht mir ein bisschen Sorge. Und da wünsche ich mir und möchte das meinige zu tun, dass wir in der Kirche doch anders miteinander umgehen. Jetzt wird sich die Kirche in den nächsten zehn Jahren verändern, weiterentwickeln. Ein Zeitraum, in dem du aller Wahrscheinlichkeit nach hier bei uns ja. äh, Pfarrer sein wirst. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass du einen Plan für diese zehn Jahre hast, das ja. ist klar. Aber was glaubst du, ähm, könnte, muss der Schlüssel sein, um die Herausforderungen, die in diesen nächsten zehn Jahren liegen, ähm, um die gut zu meistern? Also, den Schlüssel bringe ich nicht mit. Ich habe, wie du richtig sagst, das Konzept nicht in der Tasche. Ich glaube, dass der Schlüssel für vieles, aber äh, den müssen wir hier vor Ort suchen. Ich war jetzt drüben in einem Bereich gräfenbruch rommerskirchen 21 Vereinen, 44.000 Katholiken, also einen dieser großen Sendungsräume, äh, gibt es ja ein paar in unserem Bistum schon, und habe das da auch festgestellt. Es ist immer wieder mal Irritation, dass Leute sagen, ja, wo kommt denn jetzt der Plan aus Köln, aus Rom? Wir haben ja gar keine Handhabe. Und ich glaube, da müssen wir schon alle umdenken, dass wir wirklich schauen, wie ich das vorhin sagte, was bewegt hier die Menschen? Was sind hier die Hoffnungen, die Sehnsüchte? Und wie können wir hier Kirchengemeinde leben? Wie können wir hier Glauben leben? Wie können wir hier unser Christsein leben für uns und für die anderen Menschen, die hier mit uns zusammenleben? Denn auch die sind uns ja hier geschenkt. Die Kirchengemeinde, das kann man vielleicht irgendwie zahlenmäßig abgrenzen. Andere Länder kennen das ja gar nicht so mit Austritten und Zahlen. Sie sind eine Kirchengemeinde in einer großen Gemeinde und das geht ineinander. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Was würdest du denn sagen, ist der sozusagen der Markenkern einer Gemeinde, den man nicht, nicht abgeben kann oder wo im Gemeindeleben unbedingt drauf gesetzt werden muss? Gibt es da pastorale Bereiche, wo du sagst, die dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen? Der Glaube an Jesus Christus der ähm, die Liebe Gottes uns gezeigt hat, die Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt, allen. Und deswegen ist niemand niemand, sondern jeder ist jemand und niemand hat das Recht, jemanden diese Würde abzusprechen, weil Gott alle Menschen liebt. Aus diesem Glauben heraus müssen wir leben, diesen Glauben heraus, den müssen wir auch daraus müssen wir handeln, Caritas, für andere da zu sein, Bedürftige, an Leib, aber auch an der Seele. Ja, ich glaube, es gibt schon auch viele Menschen, die eigentlich Sehnsucht haben, die Hunger haben. Und das ist die Frage, die muss uns umtreiben. Warum glauben so viele Menschen nicht mehr, etwas für die Erfüllung dieser Sehnsucht bei uns in der Kirche finden zu können? Das ist die Frage, die schmerzt. Viel mehr als Austrittszahlen. Und da denke ich, müssen wir alle, das hat nichts mit konservativ oder liberal oder modern oder altmodisch zu tun. Das ist, ich würde sagen, das ist eigentlich die Urdefinition von konservativ. Wie kriegen wir denn diese wunderbare Botschaft, aus der heraus du in den Glauben gefunden hast, ich in den Glauben gefunden habe, wir beide unser Leben ja investieren für diese Kirche. Wie kriegen wir diese Botschaft heute den Menschen erschlossen und weitergegeben? Dass Gott wirklich die Quelle ist unseres Lebens, unseres Glücks, unserer Würde. Und da müssen wir, glaube ich, neue Worte finden. Ja, vielleicht ja auch auch Lieder, die wir von diesem Gott Zeugnis geben können. Mhm. Wir spannen einen weiten Bogen. Zu Beginn unseres Gesprächs hatten wir ein Zitat von Bundespräsident Steinmeier. Mhm. Und jetzt gegen Ende habe ich ein Zitat von Harpe Kerkeling für dich. Der hat nämlich mal gesagt, ich glaube, Gott lacht gerne. Was meinst du, was Gott noch gerne macht? also das mit dem Lachen finde ich schon mal eine, eine schöne Bezeichnung. Äh, vielleicht nur ein Satz dazu, ja, äh, die Freude. Das ist auch so eine Sache, die ich mir hier wünsche, dass wir bei all dem, was wir hier ringen, was wir versuchen zu erreichen, dass wir die Freude nicht ganz vergessen, auch eine gewisse Leichtigkeit. Eine gewisse Leichtigkeit im Umgang miteinander. Ist. Die Kirche darf auch schon Freude machen. Macht sie. ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Was macht Gott sonst noch? Tja, wenn man das wüsste, ich habe schon manchmal gedacht, wenn Gott all das machen würde, was wir von ihm wünschen. Allein, bitten, ja. allein beim Wetter, ne? äh, dann wäre jeden Tag alles drin. Dann wäre Gewitter rauf und runter. Was macht Gott sonst noch? Was ist ich dein das Gottesbild? Wie, wie wenn du mit Gott sprichst, was für ein Bild hast du von ihm? Ja, Gott lacht gern. Ich glaube, Gott freut. Nehmen wir mal den Begriff der Freude. Ich glaube, Gott freut sich über uns, mit uns. Ich glaube, Gott leidet auch mit uns mit. Er weint auch mit uns mit in der hinsicht ist mein bild absolut von jesus äh, geprägt der in der hinsicht immer ganz an der seite der menschen war bei ihnen war nicht alles äh, nachgemacht hat ne ja durchaus widerspruch geleistet hat aber der menschen zu sich selbst geführt hat okay ich glaube wir haben ein Einblick bekommen, ähm, ja, wie unser neuer Pfarrer denn so sein wird. Und ähm, alles weitere musst du in ganz vielen Einzelgesprächen, glaube ich, äh, ja. mit den Menschen. Einfach zeigen und ähm, ja, wir, wir haben die Chance, dich kennenzulernen und das ist sehr schön. Herzlich willkommen hier bei uns. Vielen Dank und das ist meine Bitte auch ein bisschen. Ja, wir haben ja Corona-bedingt äh, auch das Problem, dass wir kein, keine riesige Einführung machen können, wo ganz viele Menschen vielleicht äh, direkt mal Kontakt hätten. Ähm, das ist meine Bitte an Sie und euch, die ihr zuschaut, äh, wenn ihr mich seht, einfach mich anzusprechen dass auch ich die Chance habe, möglichst viele Menschen in kurzer Zeit kennenzulernen. Und für diese Startzeit ganz viel Freude und offene Herzen, die dir entgegenschlagen. Ihnen und euch danken wir fürs Dabeisein. Wir, das sind Florian Ganselmeier, unser neuer Pfarrer und ich, Pastoralreferent Martin Körble. Und wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Auf bald. Macht's gut. Tschüss.